Leute, der Winter steht bald wieder vor der Tür. Das bedeutet Schneeballschlachten, Schneemänner bauen, heiße Schokolade, warmes Kaminfeuer, Autoscheiben kratzen und natürlich Erkältungen. Ich glaube, nahezu jeder wird sich schon mal eine Erkältung eingefangen haben oder zumindest eine Atemwegsinfektion. Beides ist wirklich unschön und keiner will's haben. Das erste, was natürlich viele machen, ist zum Hustensaft oder anderen Medikamenten zu greifen. Doch auch hier kann man erstmal auf andere Weise versuchen, die Krankheit loszuwerden. In dem Fall mit Pflanzen in kochendem Wasser. Atmen ist für uns schließlich lebenswichtig und das, obwohl wir es nicht einmal bewusst machen. Welche Pflanzen euch helfen, eure Lunge von Krankheiten zu befreien, zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Nummer 1. Huflattich. Der Huflattich wurde viele tausende Jahre traditionell von den amerikanischen Ureinwohnern verwendet, um die Lunge zu stärken und überschüssige Schleimmengen aus der Lunge und den Bronchien zu entfernen. In der Lunge wirkt die Pflanze beruhigend auf die Schleimhäute, was auch in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurde, in denen sich der Huflattich als hilfreich bei Asthma, Husten, Bronchitis und anderen Lungenerkrankungen erwiesen hat. In einer chinesischen Studie vom Oktober 2015 konnte man in der Blütenknospe vier Wirkstoffe identifizieren, die alle einen sehr starken hustenstillenden, entzündungshemmenden und schleimlösenden Effekt hatten. Der Huflattich ist in getrockneter Form als Tee oder als Tinktur erhältlich. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Nummer 2. Thymian. Thymian ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen verstopfte Atemwege und verschleimte Bronchien. Im Thymian befinden sich äußerst wirksame antiseptische ätherische Öle, die als natürliche Antibiotika eingestuft werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antibiotika besitzt Thymian zum Beispiel als Tee jedoch die Fähigkeit, sowohl bei Bakterien als auch bei Viren Wirkung zu zeigen. Kein Wunder wird der Thymian seit der Antike als Lungenmedizin verwendet und findet auch heute noch häufig Einsatz in der Prävention sowie in der Therapie von Infektionen der Atemwege. Egal ob Bronchitis, Halsschmerzen oder auch Lungenentzündungen. Nummer 3. Königskerze. Sowohl die Blüten als auch die Blätter der Königskerze werden dazu verwendet, Pflanzenextrakte herzustellen, die sich äußerst positiv auf die Lungen auswirken. Die Königskerze wird von Naturheilkundlern dazu eingesetzt, überschüssigen Schleim aus der Lunge zu befördern und die Bronchien zu säubern und Entzündungen zu lindern, die sich in den Atemwegen festgesetzt haben. Die Königskerze wirkt außerdem bei trockenen und gereizten Schleimhäuten reizlindernd. Sie enthält Pflanzenschleimstoffe, die sich schützend auf die Atemwege legen. Quälender Hustenreiz oder Kratzen im Hals verschwinden einfach. Die Schleimstoffe der Königskerze schützen auch vor trockener und staubiger Luft, vor Autoabgasen und Zigarettenrauch. Außerdem verhindern sie, dass sich Bakterien auf den Schleimhäuten festsetzen können. Die Königskerze schmeckt mild und angenehm und wird auch von Kindern echt gerne gemocht. Nummer 4. Holunderbeeren. Holunderbeeren lassen sich sehr leicht in einen Sirup verwandeln. Dieser hat sich in Studien als so wirksam erwiesen, dass er die Krankheitsdauer bei Grippeinfektionen verkürzen konnte. Der Holunderbeerensirup erhöht die Anzahl der Grippeantikörper, stärkt also das Immunsystem dahingehend, dass es mit einer Grippe viel besser zurechtkommt und der jeweilige Mensch viel schneller wieder gesund wird. Den Holunderbeerensirup könnte man natürlich auch vorbeugend nehmen, wenn gerade mal wieder eine Grippe oder sonst ein Virus gastiert. Nummer 5. Eukalyptus. Unterm Strich enthält Eukalyptus sehr viel ätherisches Eukalyptusöl, dessen Dämpfe unter anderem eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur der Bronchien auslösen. Gleichzeitig verringern sie die Oberflächenspannung der Lungenbläschen. Der Gasaustausch wird dadurch gefördert. Bei Erkältung und Husten wird so das Atmen deutlich erleichtert. Auch Kälterezeptoren werden gereizt. Durch die entstandene Kälte entsteht das Gefühl der freien Nase. Sich mit Eukalyptusöl einzureiben, reizt die Haut und fördert somit die Durchblutung, wodurch auch die Heilung von Entzündungsprozessen beschleunigt wird. So lindert das ätherische Öl auch Schmerzen bei Verspannungen und rheumatischen Beschwerden. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.